Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal und dieses Video. Das wird irgendwie peinlich schon wieder für mich, ich weiß auch nicht. Ich zeige euch mein Beauty Case. Also, ich habe ja schon ein Video gemacht mit der lieben Eva, wo wir euch zeigen, was wir so in unserer Schminktasche haben. Das war schon exorbitant, aber heute zeige ich euch, was ich ansonsten so mitnehme. Also, für den Körper, für Gesichtspflege, Haarpflege. Wir fahren 3 Wochen weg, ihr wisst, also haltet mich nicht für völlig verrückt, aber ja, wir fahren 3 Wochen weg und ich zeige euch mein Beauty Case. Es geht direkt los, Leute. Viel Spaß bei dem Video. So, ihr Lieben, ihr habt mein Täschchen ja schon gesehen im Intro. Ich habe mir die neu gekauft für den Urlaub. Und zwar ist das eine Make-up-Artist-Tasche von Nanshi. Das ist eigentlich eine Pinselfirma. Und die haben eben diese Make-up-Tasche, die ist halt eigentlich für so ein Make-up-Kit gedacht. Aber mich hat die sehr angesprochen von ihrer Größe, von ihren verschiedenen Taschen. Und ich dachte, das ist das perfekte Beauty-Case für meinen Urlaub. Und ich denke auch, dass diese Tasche sonst auch noch eine coole Tasche ist, so für andere Sachen, wenn man mal wegfährt und was weiß ich. Ich könnte mir die auch gut vorstellen für ein Wochenende, weil wisst ihr, wenn ihr ein Wochenende woanders schlaft, könnt ihr die super benutzen. Ich zeige sie euch mal. Ich habe sie jetzt natürlich voll gepackt. Das ist sie und ihr seht auch, sie ist schon ziemlich groß und sie ist randvoll mit Pflegegedönse. Und ich dachte mir, wir packen die mal zusammen aus. Ja, das ist am einfachsten. Und ich zeige euch die Tasche, ich versuche es kurz zu halten, euch zu zeigen, was ich alles mitnehme. Die hat hier, ich will es nochmal hochhalten, die hat hier, ich hoffe ihr hört mich, auf beiden Seiten diese kleinen Fächer und auf den äußeren Seiten nochmal 2 Fächer und dann ein großes Innenfach sozusagen. Und ich stelle die jetzt einfach mal vor mich hin und wir packen die mal zusammen aus, ja. Und dann könnt ihr sehen, was ich da so drin habe. Ich fange jetzt mit diesen kleinen Außenfächern an, was ich da so drin habe. Und zwar ist es so ein bisschen kuddelmuddelig, vermute ich mal. Also es ist jetzt nicht nach Themen so sortiert, aber ich habe einfach hauptsächlich viel reingestopft, ja. In dem ersten kleinen Fach ist drin einmal mein e.l.f. Beauty Shield. Das ist eine getönte Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50. Dann habe ich die Glam Glow, wie heißt sie denn, Insta Matte Maske. Ich probiere die ja gerade aus. Dann habe ich ein Döschen für meine Kontaktlinsen und neue Kontaktlinsen, die ich dann mit in den Urlaub nehme. Und mein heißgeliebtes Mascara Melt Off. Im nächsten kleinen Fächlein habe ich ein paar Produkte von The Ordinary. Ich werde sie euch jetzt nicht alle sagen, weil ich finde das irgendwie doof. Guckt euch mein The Ordinary Video an, dann wisst ihr, was ich alles habe. Und ich nehme fast alles davon mit in den Urlaub. Und diese beiden Masken von Kiehl's nehme ich mit. Einmal die Hydrating und einmal die Ginger Leaf. Meine Lieblingsmaske werde ich nicht mitnehmen, weil sie einfach viel zu groß ist. Und man muss es ja auch nicht übertreiben. Wahrscheinlich werde ich gar nichts davon benutzen, weil ich einfach nur abends mein Gesicht wasche und mir irgendwas eincreme und fertig. Aber trotzdem, ich nehme sie mit, weil was ist, wenn man sie unbedingt mitnehmen will? Dann muss man sie doch dabei haben. Außerdem im nächsten Fächlein sind Augenbrauenflicker und Pinzette, ein Lippenpflegestift und ein Lippenpeeling. Kann man immer gebrauchen. Und meine Augencreme von e.l.f. Das ist die e.l.f. Hydrating Eye Cream. Die darf auch natürlich nicht fehlen. Und Misha. Ich habe ein neues. Und zwar, das ist dieser All Around Safe Block. Das heißt jetzt anders. Doch, Misha All Around Safe Block Essence Sun. Ich habe das Gefühl, es ist nur die Hälfte da drin, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Das ist nur so, gut, vielleicht, es ist neu. Es ist neu, es sieht aus, als wäre es schon halb leer. Muss ich mir nochmal angucken. Es sieht wirklich aus, als wäre es halb leer. Na gut, egal. Ich habe es neu gekriegt dank einer netten Zuschauerin, die mir gesagt hat, dass ich mal bei Misha Deutschland gucken soll. Und da habe ich das bestellt. Und dann habe ich noch mein Bioderma Hydrabio Perfecteur mit. Das ist auch eine Sonnencreme fürs Gesicht. Und ich habe auch noch eine Sonnencreme fürs Gesicht. Die habe ich aber jetzt noch nicht hier drin. Die werde ich mir auch noch mal nachkaufen wahrscheinlich. Von Nivea gibt es so eine neue Sonnencreme, so eine mattierende mit SPF 50. Und die finde ich richtig gut.
Aber nur, wenn man kein Make-up trägt. Also wirklich nur als Sonnenmilch, wenn man jetzt wirklich baden geht und so. Da finde ich die super. Guckt euch die ruhig mal an. Und die nehme ich auch auf jeden Fall noch mit, weil Sonnencreme fürs Gesicht kann man ja nicht genug haben. Dann gehe ich mal... Ups. Gott, oh Gott, ey. Ich werde den ganzen Laden auseinandernehmen. Gehe ich mal an so ein größeres Seitenfächlein. Fächlein. Ich zeige euch das mal. Das sind diese hier. So lang. Da habe ich drin meine elektrische Zahnbürste, die Philips Sonicare, nehme ich da. Und da werde ich auch keinen Akku für, also kein Aufladegerät für mitnehmen, weil das werde ich laden und dann hält mir das eigentlich 3 Wochen. Und wenn nicht, hole ich mir dann noch eine Zahnbürste. Aber ich schleppe nicht noch das Ladegerät dafür mit, das finde ich irgendwie unnötig. Und dann habe ich da noch drin ein Duschgel von Hugo Boss in so einer Mini-Version. Das hatte ich bei Douglas mal dabei und ich dachte, ich nehme das jetzt mal mit, so als Ersatz. Und einmal von meinem geliebten Douglas Home Spa Cita Lasso, einmal das Body Spray und das Body Öl. Und ich habe mir jetzt noch den Body Schaum bestellt und noch ein Öl Duschgel, das werde ich auch mitnehmen. Die sind halt noch nicht da, aber die habe ich auf jeden Fall schon bestellt und die müssten jetzt demnächst mal ankommen. Ich muss hier mal kramen, weil ganz unten drin sind noch Bobby Pins und Haargummis, weil die verliert man ja immer. Deshalb braucht man davon auch auf jeden Fall Ersatz im Urlaub. Auf der nächsten Seite in den 3 kleinen Fächern habe ich einmal, ich muss es mal rausholen, mein Reinigungsbalm. Den werde ich aber nicht diesen mitnehmen. Ich habe den jetzt nur stellvertretend reingepackt, damit ich mich daran erinnere, euch zu sagen, was ich mitnehme. So sieht er aus. Irgendwie ist das geil, wie ich ihn abtrage. Der würde mir für den Urlaub, also wir fahren erst in 3-4 Wochen und dann den Urlaub, das würde mir nicht mehr reichen, denke ich. Deshalb habe ich mir einen neuen bestellt und also ich habe mir ein Öl bestellt und noch so eine andere Reisegröße von diesem Dermalogica Pre-Cleanse Balm, den ich so toll finde. Und das sind so 2 kleine, die nehme ich dann mit. Ich habe sowieso nicht im Urlaub vor, mich permanent so übertrieben zu schminken. Deshalb ist der jetzt nur stellvertretend da drin. Und was auf jeden Fall mitkommt, ist hier so ein Make-up-Radierer. Da werde ich auch nur einen mitnehmen. Dann werde ich den da irgendwie mal in die Waschmaschine hauen oder so. Das ist ganz wichtig. Dann Enthaarung. Enthaarung ist ja ein großes Thema. Und zwar kommen da meine beiden Scheißerchen mit, mein Epilierer und mein Rasierer. Den nehme ich hauptsächlich fürs Gesichtchen und den nehme ich hauptsächlich für alles andere. Von daher, die beiden kommen auf jeden Fall mit. Dann habe ich mir noch ein paar Masken eingepackt. Einmal hier von Neutrogena diese Hydrogelmaske und so eine kleine, die gab es mal zusammen. Und noch 2 Probemasken, einmal von Kiehl's und einmal von Tatcha. Die werde ich einfach mal mitnehmen und gucken, ob ich sie im Urlaub wirklich benutze. Dann habe ich noch mir so einen Liquid Highlighter eingepackt, weil den gebe ich mir so im Sommer ganz gerne mal so ein bisschen auf die Arme oder so. Den mische ich mir oder mische mir den in die Bodylotion, deshalb habe ich den noch eingepackt. Und dann kommen wir zu dem nächsten großen Fach an der Seite und da habe ich meine 3 Gesichtswasser drin. Das ist doch irgendwie... Aber ich kann keins davon hier lassen. Das ist einfach so. Also ich werde mir vielleicht das nochmal abfüllen in eine kleinere oder so. Und das vielleicht auch, muss ich mal sehen, die sind ja sehr groß. Also einmal das Rosense, dann habe ich das Glycolic Acid von The Ordinary. Ohne das kann ich auf gar keinen Fall fahren. Das wird mir wahrscheinlich auch noch... reichen. Vielleicht muss ich mir noch mal ein neues bestellen, weiß ich noch nicht. Und dann habe ich noch dieses H2O 10 Mist Face. Das will ich auch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich das ultra schön finde. Von daher müssen die halt alle 3 mit. Ne? Man denkt sich so, es ist halt viel, aber es muss trotzdem mit. Es muss mit. So, die kleinen Fächer haben wir schon abgearbeitet. Kommen wir zu dem großen Inneren, nämlich hier drin. Und da kommen jetzt noch ein paar Sachen. Und zwar habe ich einmal hier mein Nagellacktäschchen. Da ist drin Nagellack, Nagelfeile, Nagellackentferner und auch ein bisschen so Creme für die Füße und sowas. Das ist hier drin. Das zeige ich euch jetzt nicht noch separat, aber da wisst ihr Bescheid, was da so drin ist. Zahnpasta. Ich greife jetzt, es ist wirklich durcheinander, ne? Ich greife jetzt einfach so rein. Meine After Sun Lotion. Spülung und falsch rum.
Shampoo. Ich nehme halt alles frisch mit, ja, also nichts Angebrochenes oder so, weil es muss natürlich auch die ganzen 3 Wochen auch halten. Deshalb nehme ich alles frisch mit. Dann habe ich diese Peeling-Handschuhe von Ebelin, die finde ich super, die nehme ich auch auf jeden Fall mit. Und eine große Pulle Kontaktlinsenreinigung. Dann habe ich mein Fake Tan Gedöns. Damit komme ich mittlerweile richtig gut klar. Ich mische mir das quasi ein bisschen mit Bodylotion und dann bin ich auch nicht so orange, sondern nur so ein bisschen an den Beinen, weil meine Beine werden ja nicht braun. Deshalb nehme ich das auch auf jeden Fall mit. Ich finde das nämlich sehr schön, das Zeug. Meine Bürste, das ist hier so ein Tangle Teaser mit Griff. Damit komme ich super klar. Den nehme ich mit. Dann Duschgel natürlich. Neues und es kommt ja dann noch das Duschgel von meinem Citalas und das kommt dann noch mit rein. Dann habe ich zweimal Deo, einmal für direkt nach dem Duschen mag ich das hier total gerne, ich liebe das und ich mag aber auch ganz gerne noch mal so ein Spray, so nur mal so zwischendurch. Ich weiß nicht, wenn man jetzt zum Beispiel schwimmen war im Pool und geht danach nicht duschen, sondern geht eben kurz einkaufen. Dann würde ich zum Beispiel das hier noch benutzen. Da muss ich mir allerdings noch mal ein neues holen, wenn ich zu DM irgendwie komme, weil hier ist nicht mehr so viel drin. Aber das kommt auf jeden Fall mit. Dann steht das hier stellvertretend für die ganzen Sonnenmilche. Das ist aus dem letzten Jahr. Ich werde es aber trotzdem mitnehmen und aufbrauchen, denke ich. Und ich habe noch ein paar neue gekauft und vielleicht kaufe ich noch eine und die kommen dann alle mit, das ist auf jeden Fall klar. Dann habe ich ein Nachkaufprodukt und zwar auch von Misha, dieses Super Seed Cleansing Foam. Auch das habe ich bei Misha Deutschland bestellt. Das gab es jetzt nirgendwo mehr, nicht bei Douglas, nicht irgendwo, nicht nirgends. Und ich hatte das mal bei DM gekauft und ich fand das so geil und das ist jetzt fast alle und ich war so traurig. Und jetzt habe ich es mir nachgekauft und die schöne verschlossene Packung, die nehme ich mit im Urlaub und ich freue mich voll, dass ich die jetzt wieder gefunden habe. Das ist so richtig schöner, das hat so diese Zahnpasta-Konsistenz und das ergibt so einen richtig schönen Schaum im Gesicht. Oh, ich freue mich richtig darauf, dass ich das jetzt wieder gekriegt habe, ehrlich Leute, also wirklich. Dann habe ich Wattepads und Q-Tips natürlich. Eine Packung feuchte Tücher hier von BB, die mag ich am liebsten für mal eben so ein bisschen Make-up abmachen. Und jetzt kommen wir nur noch zu den Haaren, dann ist das Ding schon leer, dann kann ich es euch leer mal zeigen. Und zwar habe ich einmal, das sieht ein bisschen süffig aus leider, weil das so dran kleben bleibt, das Zeug, und zwar von Syoss dieses Air Dry Volume Schaumspray. Das sprüht man sich so in den Ansatz mit den nassen Haaren und kann sie dann Luft trocknen lassen und hat trotzdem so ein bisschen Griffigkeit. Das finde ich tatsächlich ganz gut. Ich hoffe, dass es das noch gibt, weil auch das würde ich mir nochmal nachkaufen vom Urlaub, weil das ist halb leer und ich muss einfach sagen, ich habe im Urlaub kaum vor, mir die Haare zu föhnen. Ich versuche das zu vermeiden, ja, weil Haare föhnen im Urlaub ist übel. Dann habe ich einen Leave-In Conditioner von Sacha Juan oder wie das heißt, angefixt von Yamina. Finde ich ganz schön. Also einfach so eine Leave-In-Pflege, einfach reinsprühen, kaputte Haare sind danach wieder schön. Aber es ist ganz schön, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut das Produkt. Und ein riesengroßes Haarspray, wobei ich nicht mehr so viel Haarspray benutze. Früher habe ich ganz viel Haarspray verbraucht, heute ist es wenig. Und es ist auch nur dieses Zeug, weil ich das noch hatte. Ich habe so viel Haarspray, Leute. Ich habe so einen Schrank, der ist halt voll mit Haarspray. Warum auch immer, ja. Ich finde das ganz gut, dieses Fiberflex. Und ja, ich nehme jetzt das mit, weil ich es noch hatte. Und ein Teil, ohne das ich wirklich nicht leben kann, und zwar eine Toupierbürste. Das ist so eine, ja, eine Bürste, damit kann man sich die Haare ein bisschen ansetzen, ein bisschen toupieren, weil ich habe ja so platte Haare, finde ich. Und dieses Volumenpuder, was ich seit neuestem wieder gerne benutze, auch das kommt auf jeden Fall mit. Und das ist auch eine neue Packung. Und das war's, Leute. Ich finde das gar nicht so viel. Ich meine, der ganze Bereich meines Körpers muss eben abgedeckt sein, ja. Also ich bin halt einfach kein Typ, der jetzt wie mein Mann nur ein Shampoo und ein Duschgel, was auch noch 2 in 1 ist und ein Deo mitnimmt.
Das funktioniert nun mal nicht. Ich habe keinen Föhn dabei, weil meine Schwester wird ihren Föhn mitnehmen. Und vielleicht packe ich noch mein Glätteisen ein. Das müssen wir mal gucken. Ja, und jetzt zeige ich euch noch mal das Täschchen, wie es aussieht, wenn es leer ist. So ist es. Ihr habt hier ein großes Fach innen. Und dann hier drei Fächer und hier drei Fächer, finde ich super. Und dann eben die beiden an den Seiten. Hier ist noch jeweils so ein Henkel, hier diese, so eine Schnalle, wo man einen Tragegurt dran machen kann. Und ansonsten hat es halt diese Henkelchen. Den Tragegurt, den habe ich jetzt abgelassen, weil ich habe nicht vor, das im Urlaub großartig durch die Gegend zu schleppen. Wir fahren mit dem Auto, also werde ich den auch nicht dran machen. Ja, das war's, Leute. Das war's. Das war alles in meiner Tasche drin. Oh Gott, oh Gott. Heftig, heftig, heftig. Ja, das braucht man halt alles. Vor allen Dingen, wenn man 3 Wochen in den Urlaub fährt. Würde ich jetzt nur übers Wochenende fahren oder eine Woche, da würde ich mir das schon sparen. Aber so, das ist halt das, was ich so auch benutze in meinem täglichen Leben. Und deshalb, ja, habt ihr das ganze Ausmaß meiner Durchgeknalltheit mal wieder sehen können, ja. worauf könnt ihr im Urlaub auf gar keinen Fall verzichten? Das würde mich sehr interessieren. Und wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!